Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 18, Folge 18 der großen, wir müssen hier mal ganz dringend Dinge umbauen Folge, weil wir brauchen Leistungsstromnetz. Ich werde den nicht woanders hinstellen, sondern ich werde irgendwo ein Leistungsstromnetz hinbauen, nämlich hier. Oder hier, oder, da. Ja, das ist ja super. Da hinten passt was hin. Was brauchen wir für einen großen Stromknoten? Einen großen Stromknoten, da brauchen wir, nur einen Energieblock. Ja, das ist ja mega. So, wir setzen da einen großen Stromknoten hin. Der ist temporär da. Wir werden über das Spiel hinaus irgendwann auch mal einen zweiten bauen. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn wir hier einen hinbauen. Den können wir immer wieder verschieben. Und dann hat der Hersteller hier oben auf jeden Fall Saft. Und wir, damit wir den betreiben können. Und wir müssen uns hier jetzt darum kümmern, unsere Killzone aufzubauen, habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben hier noch die Nasen, wir müssen, glaube ich, nochmal mit denen Handel treiben, um uns ein bisschen vor den Piraten zu schützen. Tja. Wir haben 9 Chemikalien. Wir verticken mal eine Chemikalie. Immer eine Chemikalie zur Zeit. So, und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen vorspulen, weil es muss erstmal diese Schleuse hier abgebaut werden. Und da gucken wir mal. Bauen. Das muss Couch-Veteran direkt mal machen. Jawohl. Jetzt wird diese. Und jetzt können wir hier vorne die Hülle erweitern. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die große Frage ist, bis wohin will ich meine Hülle erweitern? Wahrscheinlich. Mal gerade Pause. Ich muss mal gerade überlegen. Also erstmal, das hier ist der Bereich. Dann haben wir hier. Okay. Da haben wir Lager. Okay. Das brauchen wir nicht. Wir müssen hier lediglich so machen, im Prinzip. So. Das wird unsere... wird der Ausbau werden, ganz genau. Und dann machen wir hier... ich brauche 2... also 2x3 für eine Schleuse... Und dann ein Platz, 2 Plätze davor und dann 2 für Lager. Das heißt, wir machen jetzt erstmal so. Wir müssen ein bisschen größer machen, damit es wirklich eine... Ich fürchte... Ja, wir machen jetzt erstmal so. Muss mal gucken, wie ich das dann umbaue. Ich muss selber mal gucken, wie... Also ich habe jetzt noch keinen festen Plan. Ich lasse das mal so ein bisschen entwickeln. Aber auf jeden Fall haben wir hier vorne dann die Möglichkeit, 2 Schleusen dran zu machen. Und hier kann noch eine andere Raffinerie hin. Oh, wir haben 10 Tech-Blöcke. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie sieht das denn hier aus eigentlich? Sind wir hier... Transferieren. Okay, da transferieren wir noch Sachen. Ich will, glaube ich, noch einen Handel, um die einfach noch hier zu lassen. Ein bisschen. Das ist ja spannend. Ich kann kein Chemiezeug mehr mit denen handeln. Ich könnte Energiestäbe kaufen. Ich habe noch 10. Ich habe noch Energium. Ich kann 4 Hüllenschrott, nee, ich kann nur 2 Hüllenschrott verkaufen. Ich kaufe einen Energiestab und dann könnt ihr von mir aus auch wegspringen. Ich glaube, dann haben wir es nämlich auch. So, hier wird erweitert, das ist gut. Dann kann ich hier schon mal anfangen, Wände zu bauen. Ich
So. Dieses Licht hier. Dieses Licht hier muss demontiert werden. Und der hier muss bewegt werden, und zwar hierhin. So. Und dann müssen wir diese Wände da demontieren. Und ja, hier muss noch eine Tür hin. Und all so eine Scherze. Ja, 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 ja. Ja, wir sind bei 6 Infrastrukturblöcken. Wie sieht es denn mit Essen aus? Wir kommen langsam, wir kriegen langsam die Kurve, was Essen angeht. Und ich fürchte, wir werden jetzt... Ja, ich werde noch ein Hochbeet bauen müssen. Aber im Prinzip, wir können jetzt... naja, lass uns das erstmal... Wir sind positiv, was Essen angeht. Und hier, also das... Oh, das Lager ist fertig gebaut. Sehr schön. Dann Regeln... Alles auswählen. Da oben haben wir ein Lager gebaut in der Krankenstation quasi. Und in der Krankenstation möchte ich das haben und das haben und die Pillen haben. Ansonsten wird da nichts gelagert. Jawohl. So, dann könnt ihr da oben mal so ein bisschen Logistik machen. Und hier... Verrichtung bauen, zuweisen. Bossmann. Bossmann baut mal ein bisschen was, würde ich vorschlagen. Ja. So, und dann können wir jetzt weitermachen. Und genau, dann können wir hier anfangen, die letzte Wand hinzusetzen. Zuweisen. Tut mir leid, Max und Moritz, ihr müsst da mal kurz hier Dinge bauen. Sehr gut. Diese Wand. Oh, das ist ja schön. Das ist ja, die kann weg und die kann bewegt werden. Jawohl. Ja, und dann wird hier das erweitert und wir können da Luftschleusen hinmachen. Ja, auf jeden Fall müssen wir unsere Industrie noch ein bisschen anders planen und, okay. Und jetzt haben die uns verlassen. Wir sollten jetzt demnächst hier fertig sein. Und, ja, ist ganz hervorragend. Und dann können wir hier die Metallraffinerie hinmachen, glaube ich. So, das hier können wir demontieren. Jawohl. Ja, und dann kann hier tatsächlich die Metallraffinerie hin. Aber wir sollten hier irgendwo noch ein bisschen Bodenlichter hinsetzen. Da zum Beispiel. Und, naja, da sollten wir kein Licht hinsetzen, fällt mir auf. So. Ressourcen. Nicht wieder Aufbereiter. Ach, wir haben eine Erzverarbeitungsanlage. Warum dachte ich, wir hätten keine Erzverarbeitungs... Metallraffinerie passt genau hier hin. Puh, okay. Dann die Metallraffinerie, ja, produziert Wärme und giftige Gase. Die muss auch hier rein. Lebenserhaltung und wir setzen hier auch nochmal so eine Kühleinheit rein. Und dann haben wir hier hinten alle Sachen, die in irgendeiner Form Zeug herstellen. Und dann können wir Metallplatten herstellen. Dann können wir hier quasi sagen, veredeln. Stell mir mal einen Infrastrukturblock her. Und dann können wir uns einfach einen Infrastrukturblock herstellen. Also, ja, das ist richtig super. Da können wir jetzt einfach mal 5 von in Auftrag geben. Und die werden dann irgendwann produziert. Weil wir brauchen auf jeden Fall hier, wenn wir jetzt schon mal... in der Lage sind, uns diese Sachen selber bauen zu können, dann sollten wir auf jeden Fall hier mal eine Tür hinsetzen. Und Lebenserhaltung. Hier kommt eine Heizung hin als erstes. Und Einrichtung. Hier kommen Lichter hin. Und hier kommt ein Licht hin. Und hier kommen Lichter hin. Und dann gucken wir mal, wie wir das denn da ausgestalten. Okay, wir sind auch hier fertig.
mit dieser Schleuse müssen wir jetzt erstmal einigermaßen klarkommen. Und ich will jetzt mal gerade gucken, wie sieht das aus mit Optronikhersteller. Genau, wir sind jetzt kurz davor, verbesserter Zusammenfüger. Wir sind kurz davor, alles zu erforschen. Und dann können wir Hyperantrieb. Dann kommt der Hyperantrieb, dann kommen Fasern. Laserwaffen, kugelsichere Weste. Ich glaube, kugelsichere Weste ist auch nochmal so eine Sache, die ich gerne hätte. Und dann brauchen wir Abwehrkanone und dann sind wir langsam so weit, dass wir sagen können, yo, dann machen wir mal Roboter. Ach Gott, ja, jetzt ist viel schon wieder aufgetragen. Wir sind fertig. Wir können jetzt erstmal unsere Sachen hier starten und woanders hinspringen. Ich glaube, in diesem Sektor, Optronikhersteller, sind wir fertig. Mega gut. Wir müssen jetzt irgendwo noch Platz finden für sowas. Aber sobald diese Luftschleuse ja weg ist, denke ich, dass hier dieser Platz ganz hervorragend sich eignen wird für zwei Shuttle oder sowas. Wenn wir denn genug Höhlenblöcke haben, aber Höhlenblöcke werden wahrscheinlich kein Problem sein. So, wir können springen. Unser Schiff nimmt echt Form an und hier unten haben wir Energium. Das heißt, das werden wir jetzt auch ausbeuten. Scout a Star System, Show Mission. Wo müssen wir hin? Da oben, das kennen wir schon. Habe ich jetzt erstmal kein Interesse dran. Wir sind hier durch. Wir werden hier unten jetzt Energium einsammeln. Subspace, ja. Ja, das ist dasselbe. Okay. So, hier gehen wir jetzt hin und, also, hier ist kein Wrack. Wir sammeln hier die Ressourcen ein, die es hier gibt, aber es sind hier Feindbots, na denn. Ah, und bei, die werden auch noch, da wird auch noch die Ressource, verteidigt von Feindbots, das gibt's ja nicht. Wir haben ein kleines Schild. Jemand sollte schnell bitte ans Verteidigungspult. Talia Winters ist quasi schon auf dem Weg. Sehr gut. Jetzt ist unsere Punktverteidigung besetzt. Und wir können auf die Feindbots schießen. Gut. Es wird Zeit, dass wir Jäger uns anschaffen, sage ich jetzt einfach mal. Sehr gut. Und da sind zwei von diesen. Lagerplatz, Früchte, Energiestäbe, Wasser und Biomasse. Sind unsere Lager voll? Uha. Ja, dann sind wir jetzt hier keinen Moment zu früh dran. Feindbot-Speer hat ein Signal gesendet, ja. Unsere Schilde sind noch zur Hälfte da. Wir werden jetzt hier erstmal unsere Hülle ausbauen. Hoffentlich greift niemand unsere Baukapsel an. Aber wahrscheinlich werden sie das. Und da kommen neue Feindbots. Ne, das sind keine neuen Feindbots. Das sind Feindbots, die hier einen kleinen Attackanflug über unser Dings getätigt haben. Ja, und wir haben jetzt richtig viele Infrastrukturblöcke. Das heißt, wir könnten jetzt noch einen Garten bauen. Ja, hier ist schon Licht da. Wie sieht es mit der Temperatur hier vorne aus? Okay, hier ist noch ein bisschen heiß bzw. kalt, je nachdem, wie man das denn sehen möchte. Und wir gucken mal gerade. Genau, da kommt eine Luft. Das heißt, hier könnten wir schon ein... wir könnten hier oben ein Lager hinbauen. Das machen wir jetzt mal. Lagerung. Wobei, nee, es bringt alles nichts. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal so machen. Hier alles an Höhlenblöcken, die wir so haben, reinsetzen, damit wir eine große Gelegenheit haben, hier in irgendeiner Form tätig zu werden. Das heißt, dieses Ding hier muss ein klein bisschen bewegt werden. Und zwar hierhin. Jawohl, das muss dahin bewegt werden. Und ja.
Oh, unsere Schilde sind weg. Es sind ganz schön viele. Es sind ganz schön viele Feindbots unterwegs, aber wir haben 2-Punkt-Verteidigung. Ich brauche noch ein Schild. Ein kleines erstmal. Wir brauchen mehr Power. Wir brauchen so viel. Aber, wir haben jetzt hier die meisten gleich platt. Sehr gut. Es kommen Verstärkungen. Es kommt Verstärkung von den Feindbots. Leider. Aber wir haben jetzt hoffentlich gleich mal Gelegenheit, dass unsere Schilde sich wieder aufladen können. Ja, jetzt müssten hier alle Feindbots weg sein. Genau, da. Die sind auch gestartet in der Zwischenzeit. Dann können wir hier mal gerade Verrichtungen zuweisen. Leute, ihr seid zwar in der Pause, aber so ist das. Tough Luck zuweisen. Ihr müsst mal gerade ein bisschen bauen, bitte. Eintreffendes Schiff, Androiden-Kollektiv. Sehr schön. Feindbots entdeckt. Okay. Na denn. Wo sind sie denn? Da oben sind 6 Stück auf einmal. Aber unsere Schilde sind schon wieder aufgebaut. Das ist gut. So, hier können wir eine Wand ziehen. Das müssen wir auch. Wand. Wupp, wupp, wupp. Tür. Oh, und da sind sofort unsere kompletten Schilde einmal weg. Aber unsere Punktverteidigung hat fast alle weggeballert. Wir haben Höhlenrisse. Wartung. Max und Moritz, sofort bitte hier einmal Bossmann. Direktbefehl. Raumanzug. Sehr gut. Und Wartung. Max und Moritz. Direktbefehl. Raumanzug. Achso, du gehst ja schon hin zur Wartung. Sehr gut. Okay, haben wir alle? Ja, wir haben alle. Das waren die Feindbots. Wir haben ein bisschen was gelitten. Wir nehmen hier 4 Energium mit, aus denen wir dann ganz wundervoll viel Energiestäbe machen können. Hier vorne sind wir dabei, unsere Killzone zu bauen. Das hier muss bewegt werden, und zwar hierhin. Jawohl, das hier muss bewegt werden, und zwar dahin. Und hier hinten können mal kann das erste Lager. Lagerung kann ein großes Lager. Ach so. Ja, dann würde ich sagen. Einmal so. Da haben wir die Infrastrukturblöcke hoffentlich für. Wir können auch hier auch nochmal sagen, macht mir mal. Nee, nicht. Machen wir mal nochmal 5 Infrastrukturblöcke, weil wir können jetzt Infrastrukturblöcke bauen. Und wenn das hier vorne fertig gebaut ist, dann können wir auch, Gott sei Dank, endlich diese Killzone bauen. Und ich mache jetzt mal schneller und dann werde ich euch zeigen, was ich damit meine. Die ist noch nicht komplett, aber hier kommen dann 3 Luftschleusen hin, quasi, wo der einzige Entry Point ist für Leute, die versuchen, unser Schiff zu stürmen. Und dann haben wir hier einen großen Raum, in dem auch die Lager sind, wo wir dann Deckungselemente haben, wo wir Autokanonen aufstellen und wo wir uns gegen Schiffe verteidigen. Und hier das Androiden-Kollektiv, auch mit denen haben wir doch eben schon gehandelt. Kann das sein? Die kaufen jetzt nichts Spannendes uns ab, leider. Habt ihr schöne Dinge? Nee, ich glaube, mit denen haben wir alles gehandelt, was wir handeln wollten. Genau, die haben günstige Energiestäbe. Tech-Blöcke könnten wir theoretisch von denen kaufen, aber wir sind jetzt quasi kurz davor, dass wir
alles selbst herstellen können und wir brauchen sie nicht mehr. Auch wenn das hart klingt, so ist es halt. So, hier ist noch, genau, da ist noch eine Wand. Genau, super. Das wird jetzt alles aufgebaut. Wundervoll. Wenn dann jetzt mal hier jemand vielleicht einfach mal das Bauen fertig macht, wäre ich glücklich, weil wir dann eine Luftschleuse hinsetzen können. Sehr schön. Okay. Achso, da muss erst Hüllenblock gemacht werden. Okay, und jetzt wird hier fertig gebaut. Gut, und dann machen wir hier Druckschleuse, die X1 Druckschleuse hin, die hier erstmal in diese Ecke kommt. Sehr gut. Und das bleibt hier frei davor. Da gibt es einen direkten Weg, wo wir drauf schießen. Und okay, die haben den Sektor verlassen. Sehr schön. Und was hier hinkommt, ist als erstes Einrichtung Licht. Und dann daneben Lebenserhaltung. Eine Heizung. Und das war's. Und dann kommen hier hin... Deckungselement kommt da noch nicht hin. Da bleibt erstmal noch ein bisschen Platz vor. Und wir haben hier ein Lager. Und dann können wir hier quasi die nächste Schleuse direkt daneben setzen. Und die nächste daneben. Und dann haben wir hier einen sehr großen Raum, in dem wir ganz wundervolle Dinge veranstalten können mit... wir können uns verteidigen und so weiter und so fort. Jawohl. Und dann können wir das da abbauen und haben hier ein Lager, haben kurze Wege, theoretisch können das Lager hier hin verlegen und so weiter und so fort. Und dann können wir hier ein bisschen Platz machen für Industrie, können diese Sachen hier weiter nach vorne verlegen. Und ja, wir bauen jetzt hier erstmal noch Sachen ab. Ich hätte gerne auch zwei Bergwerkskapseln. Und auf jeden Fall noch zwei, drei mehr Crew. Weil jetzt haben wir so langsam die Kurve gekriegt. Wie sieht es mit Nahrung aus? Okay, Nahrung ist jetzt... Na gut. Wir haben ein paar Früchte, ein paar Nüsschen am Start. Gemüse fehlt und künstliches Fleisch haben wir noch keinen Überschuss erwirtschaftet. Wir können hier auch nochmal sagen, kommen. Nicht kommen. Infrastruktur machen wir nochmal 5. Weil die werden wir brauchen für noch ein Hochbeet. Das ist nämlich jetzt auch langsam dran. Und ja, hier muss ein bisschen was hin und her geschoben werden. Also hier wird neue Industrie-Ecke entstehen. Wir haben nur noch 8 Höhlenblöcke. Okay. Okay. Dann, da ist die Schleuse da. Gut, dann wird der hier demontiert. Und können wir dann schon mal anfangen... ja, können wir schon mal. Wir können hier schon mal anfangen, ein bisschen auszubauen. In diese Richtung und in diese Richtung. Ja, so. Das können wir fetter machen. Hier kommt eine richtige Wand hin. Also da wird es keine Tür geben. Wir werden diesen Raum hier sehr, 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 sehr gut verteidigen. So, und vor diese Schleuse hier kommen auch direkt Bodenlichter, dass wir hier sehr gut unsere Ziele sehen können, falls hier jemand versucht einzudrängen. So, und dann müssen wir hier direkt mal Wände hinziehen. So. Sehr schön. Oh, da könnten wir... Ne, da müssen wir kein Fenster hinmachen oder sowas. Wir haben auf jeden Fall hier eine Metallrefinerie und wir können sagen, fortgesetzt, nicht fortgesetzt, falls wir weniger als 4 Elektronikteile haben und falls wir weniger als 6 Stahlplatten haben, stelle mal Stahlplatten her. Und ja, jetzt haben wir da Sachen automatisiert. Wir haben alle Erze abgebaut, das heißt, wir werden jetzt... Unsere Crew ist fit. Das Schiff ist nicht im besten Zustand, aber wir arbeiten daran. Wir zünden unsere Antriebe. Wir sind immer noch nicht zu schwer. Wir sind aber bald wieder zu schwer. Kann das sein? Ja, scheiße, wir sind tatsächlich zu schwer. Weil ich hier so viel...
Weil ich hier so viel Zeug dran geklatscht habe. Wir haben... Nee, wir können keine Transportmissionen annehmen. Ich denke, wir werden aufbrechen in neue Gefilde. Jawohl. Wir sind hier durch für meinen Teil. Wir springen jetzt in diesen neuen Sektor. Ressourcenreiches System. Oh, hallo, wie ich das liebe. Was für eine wundervolle Nachricht. Na, das klingt doch nach einem System, das wie für uns gemacht ist. Militärallianz möchte ich nicht unterbrechen und kein Ereignis. Wundervoll, zwei Leute sind ein bisschen angeschlagen. Hier hätten wir Hyperium und Chemierohstoffe. Hier haben wir einen Piratenpakt. Und wir haben hier keine Schilde. Oh, wie viel? Wir haben 8 Chemierohstoff und Energium. Wir springen mal hin und wir gucken mal an, wie viel denn da ist. Oh, 5 und 5. Hier haben wir keine Schilde. Ich meine, wir haben eh nur so einen kleinen popeligen Schild. Also, und wir haben hier einiges zu tun, was Umbaumaßnahmen und so weiter und so fort angeht. Also, wenn jetzt hier nicht gleich ein Mikrometeoritenschauer oder sowas uns um Ohren fliegt, dann können wir hier erstmal ein bisschen was machen. So, und dann könnte ich nämlich auch hier direkt mal sagen, wir müssen hier auch mal noch ein bisschen erweitern. So, diese Ecke kann ruhig noch mal ein bisschen größer. Ja, das wird gemacht. Und dann können wir auch schon mal schneller. Da ist ein, oh sehr gut, da ist ein Lager entstanden. Wie viel, oh Gott, wir haben so viel Biomasse. Wir haben super viel Biomasse, sehe ich. Wir könnten Biomasse mal verticken oder wir bauen noch einen Komposter. Wahrscheinlich macht es Sinn, noch einen Komposter zu bauen. Haben wir... Ja, brauchen 2 Tech-Blöcke dafür. Wir können keine Tech-Blöcke ausgeben, weil ich brauche Optronik-Hersteller und all so eine Scherze. Hier baue ich jetzt einen Bereich, der frei ist, wo ein zweiter Shuttle-Hangar hinkommt und wohin meine Kapseln ein bisschen umziehen, wenn wir hier mal fertig gebaut werden. Bisher passiert hier nichts Schlimmes. Wir können hier... Zeug abbauen. Wir haben unsere Punktverteidigung. Okay, und ab und zu haben wir ein Leck. Oh, und da fehlt uns... Sehe ich jetzt gerade erst. Da fehlt uns ein Stück Tür. Ich erinnere mich dunkel daran, dass ich da mal ein Stück Tür entfernt habe, damit wir da an eine kaputte Tür gekommen sind. Irgendwie sowas war da. Wie sieht es mit der Temperatur aus? Wahrscheinlich... Ja, das geht. Okay. Wir haben hier schon genug Heizungen verteilt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir könnten hier noch sowas hinsetzen. Achso, genau. Wir haben hier ja sowas. Den hier können wir mal an diese Ecke bewegen. Und dann gucken, was passiert. Oder was heißt gucken, was passiert? Ob der da gut aufgehoben ist. Da hinten war auch noch ein Leck. Wo ist denn hier... Die Temperatur zu niedrig? Achso. Weil da ein Leck war, ist hier immer noch langsam die Temperatur zu niedrig. Die wird wieder warm werden. Ja, die wird jetzt wieder warm. Sehr gut. Und wir sind jetzt, glaube ich, mit Hyperium fast durch. Da hat uns wieder was getroffen. Na, herzlichen Glückwunsch. Mikroriss. Einmal reparieren. Super. Und wenn hier fertig gebaut ist, dann geht's endlich weiter. Also das ist hier ein schönes System gewesen. Und dann können wir gucken, dass der Piratenpakt hoffentlich weggesprungen ist. Und schauen mal, was es noch so in diesem System gibt. Ich bin sehr, sehr neugierig. Oh, wir sind nur noch bei 4 Hüllenblöcken. Na gut, ich habe jetzt super viel. Wir müssen mal wieder ein Schiff auseinandernehmen, weil wir brauchen Hüllenblöcke. Möchte keine kaufen, beziehungsweise ich kann sie ja herstellen, fällt mir gerade ein. Was kostet ein Hüllenblock? Hüllenblock kostet einfach nur Stahlplatten.
Wir haben tatsächlich auch ein bisschen Metall, also könnten wir einfach sagen, machen wir mal 5. Da sind wir fast fertig. Da sind wir fast fertig. Nur noch das eine bisschen. Komm schon. Irgendwer. So, Verrichtung ist da. Damn Dan, mach mal hier gerade diese eine Lücke weiter. Genau, super, dankeschön. So, hier noch eine Wand. Und jetzt nehmen wir Druckschleuse, Shuttle-Hangar, zweiter Shuttle-Hangar. Hier so hin. Und verbesserter Zusammenfüger ist fertig. Wow, die nächste Forschung, die Schlüsseltechnologie, ist fertig. Und Kapselhangar passt genau hier hin. Super. Das heißt, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir einen Tech-Block und einen Hüllenblock. Okay, wir haben jetzt... Gut. Wir müssen die hier umziehen, glaube ich. Ah, wir können nicht bewegen. Ausmustern. Und dann können wir diesen Shuttle-Hangar bewegen. Nach da. Und dann machen wir nämlich hier auch ausmustern. Und dann können wir diesen Shuttle-Hangar bewegen. Und zwar nach hier. Dann haben wir hier plötzlich Platz. 1, 2, 3. Und wir könnten den dritten auch direkt einmal ausmustern. Und wir könnten das hier bewegen. So. Dann haben wir hier direkt einmal vorumsortiert. Und ich setze hier mal Einrichtung. Lup, lup, lup. Und so und so. Setzen wir mal da Licht hin. Und diese Kapseln werden wir dann gleich wieder richtig zuweisen. So, wir machen mal, ich mache mal hier so ein bisschen Zuweisung von Hand. Zuweisen, tut mir leid. Ihr müsst mal ein bisschen Dinge tun für mich, obwohl ihr in der Pause seid, weil ich finde das wichtig und wir haben zwei Shuttle. Das ist auch sehr, sehr geil. Und dann werden die hier neu aufgebaut. Genau, hier ist jetzt Platz. Und weil hier Platz ist, können wir hier Industriesachen hinsetzen. Nämlich, wir haben Ressourcen. Wir haben einen verbesserten Optronikhersteller. Der kommt hier hin. Und wir haben einen verbesserten Zusammenfüger. Zusammenfüger haben wir schon da. Wo ist der verbesserte Zusammenfüger? Verbesserter Zusammenfüger kann... der kann... einfach mal... Tech-Blöcke und so eine Scherze bauen. Das heißt, wir machen das so. Und dann kommen hier noch Lagerungen. Kleines Lager kommt hier vorne hin. Und Einrichtungen. Hier kommt eine Deckenlampe hin. Und hier zwischen kommt auf jeden Fall sowas. Und wir müssen Lebenserhaltung hier an die Wand klatschen, weil diese Sachen emittieren alle Wärme. Wir müssen hier für Kühlung sorgen. Und wir könnten hier auch noch eine Kühlung hinsetzen. Aber es ist wichtig, dass wir da auch noch mal ein bisschen Licht hinzaubern. So, der große Umbau ist jetzt da. Das ist alles noch ein bisschen improvisiert. Das ist noch nicht so, wie es dann am, im Finale ist. Aber ich habe jetzt schon mal die wichtigen, die wegweisenden Hebel umgelegt. Jetzt sind wir nämlich komplett unabhängig von den vom Handel, was Blöcke angeht. Wir haben die wichtigen Technologien erforscht. Das heißt, wir können jetzt anfangen, Tech-Blöcke herzustellen. Und was auch wichtig ist, wir können jetzt anfangen, Schilde hier hinzusetzen. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal einen kleinen Schildgenerator hier mitten in den Weg setzen. Oder was heißt mitten in den Weg? Also hier vorne hinzaubern. Da werden wir wahrscheinlich nicht genug Blöcke für haben. Achso, das sollten wir vielleicht noch nicht machen. Erstmal müssen diese Sachen hier gebaut werden. Und hier können wir sagen, veredeln, mach mir doch nochmal 5 Infrastrukturblöcke. Ja. Und
Dann sind wir soweit, dass wir unsere Blöcke bauen können. Hier ist es schön hell geworden. Und dann können wir alle... Oh, und hier sind die Hangars zurück. Das heißt, wir machen hier in Besitz nehmen, da annehmen, dann hier in Besitz nehmen, da annehmen und hier in Besitz nehmen, da annehmen. Sehr gut. Diese Kapseln werden jetzt in Besitz genommen. Wir haben die Hangars so rumgeparkt. Jetzt werden sie ja reingesetzt. Super. Hier kommt noch ein bisschen Licht auf den Boden. Und hier vorne ist auch noch Platz. Ja, am Reservestrom. Das wundert mich gar nicht. Pass erstmal auf, wenn wir hier unsere Blöcke herstellen. Und ja, einen neuen Generator oder sowas wäre jetzt auch schön. Wo sind wir jetzt dran am nächsten? Hyperantrieb. Da sind wir fast durch. Das heißt... Ja, der Technologie kann, steht fast nichts mehr im Weg. So, jetzt, oh, da kommt ein ganz dickes Ding auf uns zu, aber kein Loch geschlagen. Gut, wir haben Optronik-Hersteller, das heißt, wir können Optronik-Bauteile bauen. Falls wir weniger als 4 Optronik-Bauteile haben, baue Optronik-Bauteile und was anderes brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Und wir können jetzt hier erstmal Blöcke bestellen. Hier Tech-Blöcke. Brauchen wir Infrastrukturblöcke für. Falls wir weniger als 3 Tech-Blöcke haben, bauen Tech-Block. Falls wir weniger als 3 Energieblöcke haben, bau einen Energieblock. Dann bau mal gerade 2 von den Energiezellen. Und wir machen mal hier Infrastrukturblöcke. Falls wir weniger als 6 Infrastrukturblöcke haben, baue Infrastrukturblöcke. So, jetzt wird hier automatisch Zeug gemacht. Und falls wir weniger als 5 Hüllenblöcke haben, baue Hüllenblöcke. Und da unten fehlt noch eine Wand und dann sind wir hier super aufgestellt. Und hier können wir jetzt ein zweites Shuttle in Auftrag geben. Meine Fresse. Und wir sind jetzt fast schon bei 37 Minuten. Ja, das Schiff ist mega umgebaut. Wir haben Blockherstellung ohne Ende und Fertigkeitslevel zu niedrig. Okay, wo? Ah, für Optronik. Benötigt Fertigung 6. Wer hat... Das ist ja meine Fresse. Fertigung... Wer hat Fertigung 6? Du hast Fertigung 5, du hast Fertigung 4, 4, 3, 4, 4, 5. Okay. Alle kriegen mal ein bisschen weniger Fertigung, bis auf die beiden, die 5 haben. Die beiden, die 5 haben, die sollen furchtbar Fertigung machen. Und die werden auch... Die kriegen auch all ihre anderen Sachen ein bisschen runtergesetzt, damit sie weniger Zeit bei anderen Sachen sind. Das heißt, dass sie auch wirklich Fertigung priorisieren. Dann leveln sie ihr Zeug hoch und dann haben wir hoffentlich solche Probleme nicht. Genau. Ja, wir können Dinge bauen. Das war Folge 18. Ich freue mich schon auf Folge 19. Was ist hier? Botanik. Achso, da müssen Dinge gemacht werden. Warum ist hier Fertigungslevel zu niedrig? Bei Botanik ist das Fertigungslevel zu niedrig? Benötigt Fertigung 4. Ja, aber wir haben doch Leute mit Fertigung 4. Das sollte auch kein Problem sein. Da muss ich mich später drum kümmern. Ja, hier ist ein bisschen was im Argen, aber wir haben viel gebaut. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Erwägt den Kanal zu abonnieren. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr anders besser machen würdet und so weiter und so fort. Aber wäre ich gespannt drauf. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.